Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Medieval Dynasty. Und falls ihr euch gerade fragt, wo ich bin, ich weiß es nicht. Nein, Quatsch. Ich bin bei Honika hier unten. Es gab nämlich ein kleines Update, deswegen sieht man da links oben in der Ecke. Man kann es jetzt lesen, Alpha 0300 Testversion. Es wurde nämlich einiges geändert und einiges hinzugefügt. Man muss aber allerdings dazu sagen, es befindet sich immer noch in der Testphase. Also wenn Fehler auftreten und so weiter, dann ist das wirklich noch dem Test geschuldet, ganz klar. Ich meine, das Spiel ist ja generell noch in der Beta-Version. Also von daher ist es ganz klar, dass hier noch nicht alles so hundertprozentig läuft, wie es laufen soll, aber was ich halt total stark finde, die arbeiten unermüdlich an diesem Game und das finde ich halt so super. So ein kleines bisschen, ja, bereue ich es, dass ich 15 Tage gemacht habe bei meinem Spielstand, andererseits aber auch nicht. Also das ist wirklich nur minimal, dass ich das bereue. Es geht halt ein bisschen langsamer voran, das ist ganz klar in der Geschichte, aber ich denke, 10 Tage, also wenn man neu anfängt, zwischen 5 Tagen und 10 Tagen, kann man durchaus eine Jahreszeit laufen lassen, aber das ist wirklich eine Geschmackssache. Man kommt halt schneller voran, wenn man die Monate kürzer macht, wenn man jetzt zum Beispiel beim Beginn des Spiels dann eben nur diese 3 Tage hat, dann kommt man halt in der Geschichte schneller voran, gerade mit Unighost, weil da ist es ja sehr häufig dann abhängig von den Jahreszeiten und so weiter. Wow, 1007 unreife Bären. Ich habe schon einiges gesammelt auf dem Weg hierher. So, aber hauptsächlich geht es mir um den Radogost. Der hat nämlich irgendwie eine Quest. Helga, ja, hat Ware, hoffe ich. Oh, da muss ich aufpassen, ne, dass ich aus Versehen was klau. So, zeig mir mal deine Waren, bitte. Okay, du hast Essen, deswegen kann ich dir auch super die unreifen Beeren verkaufen. Hui, yes, 1000 Münzen. Da haben wir 3000 nämlich. Das Fleisch verkaufe ich dir jetzt auch einmal bis auf 2 Stück, dass ich noch was zum Essen habe. Und den breitblättrigen Wegerich, da verkaufe ich dir zumindest auch mal 50 Stück, dass ich da auch ein bisschen was raus habe. So, was kann ich dir noch verkaufen? Ich könnte dir den einen Pelz verkaufen, die 9 Stöcke, das Leder, das mache ich noch ganz schnell zu einem Beutel. Da fehlt mir halt leider eins, dass ich noch einen machen kann, aber ist egal. Ich habe, glaube ich, 60 Stück oder sowas einstecken oder ein paar mehr. Keine Ahnung. Baldwina und Jackert. Oh, Baldwina ist ja richtig gut ausgebaut. Oh, meine Güte. Hallo. Hast du einen Moment Zeit? Schönes Wetter haben wir heute, findest du nicht? Okay, ich habe es gleich vermasselt. Gleich mit dem ersten Spruch, weißt. Ah. Die Mädels damals, die waren echt schwierig rumzukriegen, ne? So, dann gehen wir halt einmal zum Jan. Irgendwie muss ich ja mein Zeug verkaufen. Zeig mir mal deine Waren. Ich würde sagen, ich verkaufe dir jetzt einfach mal die 2 Leder, ganz egal. Hauptsache, ich habe das Zeug raus aus der Tasche. Und hier einfache Taschen. Jetzt habe ich 66 Stück. Das sind immerhin 726 Münzen. Das ist schon mal cool. Ansonsten, jetzt habe ich nur noch 13 Kilo und das war das Hauptsächliche. Also ich bin im Grunde mit 0 losgelaufen, habe unterwegs gesammelt. Zeig mir mal nochmal dein Zeug. Die Armbrust würde mich halt schon reizen, ganz ehrlich, aber die werde ich auch demnächst selber herstellen können. Was natürlich die neuesten genialen Änderungen sind. Und zwar wurde jetzt implementiert, zum einen haben wir hier den König jetzt. Also Maximilian der Erste, der Weise. Und was das neutral heißt, plus, also entweder hat es mit meiner Einstellung zu tun gegenüber dem König oder mit meinem Volk. Ich weiß es nicht. Also das habe ich nicht irgendwie rauslesen können aus dem Updates. Jetzt hat man auf jeden Fall hier das Problem. Wir haben nämlich No-Flag-Samen. Also, wir müssen jetzt tatsächlich schauen, dass die Feldarbeiter das geerntete Getreide und so weiter, die Samen haben, um die Felder auch anzubauen. Ich habe mir jetzt vorhin mal im Management meine Felder angeguckt und bei den Flachsamen ist dieses Feld hier komplett schon im Wachstum, also da habe ich Glück gehabt. Und bei dem Feld fehlen mir 41 Samen, die ich auf jeden Fall noch brauche. Jo.
Und das nächste Geniale ist, Moment, dann muss ich gleich mal hier drin bleiben. Und zwar, zum einen, ich habe die Dingsbums freigeschalten. Die Schmiede 2 habe ich freigeschalten, die kann ich jetzt dann bauen. Das heißt, ich kann mir sogar selber meine Armbrust herstellen. Cool. Also generell kann ich die herstellen. 1500 ist klar, das kostet 600 mehr, als würde ich mir die Armbrust jetzt kaufen. Aber ich kann sie mir selber herstellen und dann kann ich sie ja auch wieder verkaufen. Was war noch? Ja, Schmiede 2 habe ich freigeschaltet, die müssen wir bauen. Hier ist hinzugekommen und zwar der Stall. Und zwar gibt es Pferde. Wie gesagt, es ist Testphase. Ich kann mir jetzt wahrscheinlich noch gar kein Pferd kaufen und da werde ich auch noch eine Zeit lang brauchen, bis ich das machen kann. Aber es gibt Pferde. So. Und jetzt würde mich mal interessieren, was der für eine Quest für mich hat. Warte mal. Was hast denn du? Ja, also da haben wir jetzt ja zum Beispiel den Stall, ne? Genial. So, Leonhard, ups, Rauben, sprechen. Zeig mir mal deine Waren. Und zwar haben wir hier jetzt den Pferdesattel, den wir kaufen können. Eine Pferdesatteltasche, das heißt plus 30 Kilo. Wahnsinn. Wir können dann selber auch lernen, die Hufeisen zu schmieden für unsere Pferde. Wir haben dann noch hier ein Large Saddlebag, 45 Kilo. Und noch eine Small mit 15 Kilo. Dünger, auch den Dünger müssen wir selber jetzt herstellen. Da habe ich jetzt halt auch noch Glück, dass die das im Grunde schon so weit haben. Und wir müssen natürlich dann auch dementsprechend Tierfutter herstellen. So, Pferde kriege ich jetzt bei ihm nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich die herbekomme. Aber ich denke mal, dass ich die mir irgendwo kaufen kann. Also hier habe ich jetzt jedenfalls kein Pferd. Zumindest sehe ich keins. Es könnte natürlich auch sein, da war irgendwas drin gestanden von wegen, wenn die Jahreszeit sich ändert, dann. So, jetzt sind wir natürlich schon voll mitten im Frühling. Wir haben jetzt, ich schätze mal, 5 Tage in etwa haben wir verbracht hier. Also ich habe zumindest 2 Tage vorgespielt, wo ich gesammelt habe wie ein Blöder und versucht habe, noch ein bisschen Geld zusammenzubekommen und ja. Tja, und jetzt würde ich sagen, wie schön du da stehst, Radogost. Wir sprechen mal mit dir. Hallo, kann ich dir bei etwas helfen? Entschuldigung, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich wollte mein Haus renovieren, aber ich habe keinen Bauhammer bei mir. Kannst du mir einen bringen? Na, Logo. So, jetzt ist nur die Frage, was für einen? Steinhammer? Einen Eisenhammer, ne? Einen habe ich einstecken, den kann ich dir geben, weil den brauche ich hier eh nicht. Da, hast du. Vielen Dank. Dynastiereputation plus 30. Das heißt, wir haben da auch schon wieder Punkte bekommen und müssten jetzt halt über die 5000 sein. Zeig schon mal her. Management. Yes, wir haben 5000 Dynastiereputation erreicht. Das ist natürlich genial. Nein. Hier Kapitel 2. Das müssen wir nämlich schaffen und wir müssen ja noch den Erben bekommen, aber das dauert natürlich 3 Jahreszeiten. So, und da wir das Glück hatten, ist Inga schon angesprochen zu haben, im Winter könnte es jetzt sein, dass wir im Herbst dann ja frohe Kunde sind, wie man so schön sagt, ne? So, schauen wir mal hier. Jan. Noch irgendwas? Neues Gebäude freigeschaltet, Jagdhütte 2. Na, dann haben wir doch schon 2 Sachen, die wir bauen müssen. Ist ja cool. Noch irgendwas? Carolina, was hast du? Schauen wir mal, zeig mir mal deine Waren. Eine Kultfindung-Herstellung Flachshalm, Flachsamen. Sie hätte jetzt zum Beispiel Flachsamen und die muss ich leider kaufen. Da komme ich nicht drum herum. Ich brauche 41, das sind 820 Münzen, aber okay. Und gleich einmal hingeklickt und sofort erwischt, ne? So, damit haben wir die. Und dann werde ich jetzt mal gehen. Tschüss. Und dann würde ich sagen, düse ich zurück in unser Dörfle
Weil es gibt für mich jetzt halt hier aktuell nichts zu tun. Ne, weil die Quest haben wir ja gemacht. Borovo haben wir dann noch ein Quest. Aber ich muss jetzt natürlich erst einmal hier Richtung Norden. Jo, ist wieder mal ein weiter Weg, aber okay, den muss ich nun mal gehen. Vorher würde ich sagen, schaue ich noch mal ganz kurz wegen dem Wiesent, weil ich habe nämlich hier einen Wiesent gesehen. Den wollte ich nur nicht jagen, wenn ich volle Taschen habe, weil dann fällt es nämlich schwer mit dem Wegrennen. Wo ist der hin? Uiui. Ich werde ihm wahrscheinlich voll in die Arme laufen. In die Hufe. Oder der hat sich getrollt. Keine Ahnung. Oh, da kann ich schon wieder so viel Beeren sammeln. Beeren ist halt wirklich genial, ne? Weil man sammelt so schnell das Zeug. Naja, gut. Ich würde sagen, ich sammle jetzt ein bisschen, ich laufe zurück, ich sammle noch ein bisschen mehr und dann sehen wir uns quasi im Dörfle wieder. Und da werden wir dann beginnen, dass wir, was habe ich gesagt, die Schmiede bauen und das andere Ding halt, was wir jetzt gerade freigeschalten haben, die Näherei? Nein, was war's? Kurzzeitgedächtnis, ne? Der Holzschuppen 2 haben wir schon, Mine nein. Die Jagdhütte 2. Das war's. Die können wir jetzt halt nämlich bauen. Und dann kann ich nämlich auch den Recurve-Bogen, den mache ich jetzt gleich mal. Dann können wir den nämlich auch herstellen für die andere Quest. Jetzt haben wir wieder nur 1600, ne? Ah. Okay, also wie gesagt, bis gleich. Jo, ich bin jetzt gerade so ein bisschen gemütlich am Zurücklaufen. Also ich genieße wirklich einfach nur die Gegend. Es ist einfach wunderschön, wenn man hier so durch die Wälder läuft, dann ein bisschen Beeren pflückt. Ja, ist echt schön. Dann geht man mal ein bisschen auf Jagen. Jo, das ist echt wunderschön gemacht, dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Und von daher stört mich das überhaupt nicht. Eben, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich jetzt 15 Tage eingestellt habe pro Jahreszeit, weil es hat einfach jede Jahreszeit seinen eigenen Charme. Es regnet jetzt zum Beispiel im Frühling mal nicht, was ja auch schon mal von Vorteil ist. Genau, aber was ich noch sagen wollte zu den Tieren. Und zwar, ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen, haben die bei den Tieren jetzt im Grunde ja noch eigentlich männliche Tiere im Grunde hinzugefügt, weil es gibt auch bei manchen Tierarten noch keine Unterscheidung nach männlich und weiblich, aber die Tiere können sich fortpflanzen und die Tiere können auch an Altersschwäche sterben. Also das wurde jetzt auch mit implementiert, ist also auch schon mal ganz gut. So, hey, hast du einen Moment Zeit? Wie ist die Arbeit? Das, wie ist die Arbeit? Da stehen die überhaupt nicht drauf, ne? Hast du einen Moment Zeit? Ich komme hier gerade von der Feldarbeit. Oh, das magst du. Jagd. Oh, das magst du ein bisschen. Wie ist in letzter Zeit ergangen? 69. Wie ist die Arbeit? 64. Also das, wie ist die Arbeit? Ich weiß nicht, warum sie darauf negativ reagieren. Das ist doch eigentlich eine ganz höfliche Frage, ne? Wie ist die Arbeit? Wie ist es dir ergangen? Das ist doch eigentlich jetzt doch nichts, wo ich sage, das wäre jetzt halt irgendwie, dass man da negativ drauf reagieren müsste. Vielleicht war das damals anders. Ich weiß es nicht. So, hier haben wir noch Bären. Die sind auf der anderen Seite des Zauns. Werde ich mir noch holen schnell. Aber ihr seht schon, ich habe schon wieder 700. An die 750 Bären schon wieder gesammelt. Tja, wenn man so des Weges läuft, ne, und die Umgebung genießt, dann kann das schon mal passieren, dass man da ruckzuck wieder so an die 700 bis 1000 von diesen Bären einstecken hat. Das ist, naja, gut. Enten? Nein. Unigost? Ja. Servusle. Oh, ich hoffe, das bedroht dich nicht. Ich hoffe, das bedroht dich auch nicht. So. Zeig mir mal dein Zeug, weil ich habe nämlich ja irgendwas zu verkaufen für dich. Und zwar unreife Beeren. Zack. Gebratenes Fleisch. Nee, das behalte ich noch. Habe ich noch irgendwas? Nee, ich habe, glaube ich, gar nicht gejagt unterwegs. Da gab es einfach nichts zum Jagen. Da war nichts. Zumindest habe ich es nicht drauf angelegt. Sagen wir mal so.
Gut, dann haben wir das bis daher geschafft. Dann würde ich sagen, wir stürmen mal ganz kurz zurück. Ich weiß nicht, warum ich jetzt unbedingt hierher wollte, weil eigentlich gibt es ja da nichts. Doch, gibt es ja nichts. Da drüben bei Borovo gibt es noch eine Quest, aber die werde ich mir jetzt auch nicht wirklich... Obwohl, die kommen ja rüber. Komm. Das ist jetzt eh gerade hier. Dann könnten wir auch noch mal ganz kurz einen Abstecher machen hier in unsere Scheune. Weil da habe ich nämlich auch noch mal so einiges an Bären liegen. Ich glaube an die 800 oder sowas. Wisst ihr zufällig, wenn ich die jetzt liegen lasse, die Bären, ob die dann reifen in der Kiste? Das wäre mal interessant. So, aber was mir jetzt ja gerade noch auf einfällt, wo ich jetzt ja gerade hier über den Fluss laufe, nicht nur, dass ich jetzt etwas trinken kann, sondern mit den Fischen wurde das auch geändert. Und zwar, wenn ich ja auf einen Fisch geschossen habe mit einem Pfeil und der Pfeil ist zufälligerweise in dem Moment ja auch zerbrochen, weil er schon abgenutzt war, dann ist der Fisch verschwunden. Also auch das wurde gefixt. Zum Glück. Also das heißt, ich kann durchaus nochmal mein Glück dann auch versuchen, mit Pfeilen zu jagen. Das wäre jetzt halt nicht so... Ja, könnte ich machen. So. Gucken wir mal hier schnell rein. Was habe ich denn da? Unreife... Okay, 1035 Bären. Nee, ich glaube, ich habe so um die 800 bis 850 Stück gesammelt. Den Rest, der muss jetzt halt im Grunde von unserer Sammlerin kommen. Jo, da kann ich die Speisemorcheln vielleicht auch noch einstecken. Ich bin dann vielleicht ein bisschen langsam. Aber wir können auf jeden Fall das Zeug verkaufen. Und darum ging es mir jetzt halt eigentlich. Jo, und Hauptsache, wir kriegen jetzt dann auch die Flachsamen rein. Jetzt weiß ich nicht, kann ich die nicht auch in die Kiste reinlegen? Oder müssen die in der Scheune liegen. Das weiß ich nicht. Das müssten wir jetzt dann mal probieren. Weil sinnvoll wäre es ja eigentlich, wenn sie in der Scheune liegen, ne? Wäre ja sinnig. So, Servus, Fallibor. Zeig mal dein Zeig. Nein. Unreife Bären, wie viel kann ich da verkaufen? Alle. Das ist schön. Die Speisemorcheln? Da nicht alle, aber das ist egal. Ist auf jeden Fall schon mal etwas und schon haben wir wieder 3700 und dann juckt mich das nämlich gar nicht, wenn ich jetzt dann Ida, nein, wo ist Ida? Ida ist da oben. Okay, ne, irgendwer muss ja jetzt ja die Viecher versorgen, ne? Ida? Die Ida ist im Boden versunken. Oh oh. Fallibor? Ich weiß, man soll ja nie schlecht über seinen Schwiegervater sprechen, ne? Aber ich hoffe nicht, dass du der Schuldige bist, dass Ida jetzt hier unter der Erde ist. Oder gibt es hier einen Kellereingang? Ei, mei. Hallöle. Na, wie geht's, Lamberta? Sprechen? Hast du einen Moment Zeit? Hast du den Adligen gesehen? Okay, tschüss. Zamia. Zamia, zu dir wollte ich... So, was hast du? Was kann ich dir helfen? Hast du zufällig Samen bei dir? Ich lege einen kleinen Garten für mich an und könnte wirklich wegen brauchen. Ich lasse dich wissen, wenn ich was übrig habe. Kleiner Garten. Jetzt bin ich gespannt, was der will. Ich hoffe nicht Leinsamen. Kleiner Garten. Zwei Karottensamen, eine rote Beete. Na dann. Na dann. Die können wir ja irgendwo kaufen. Aber da schaue ich nach, wo. Ida, ich hoffe, du derrappelst dich wieder und kommst aus deinem Versteck im Laufe der Zeit. Eigentlich haben sie gepatcht. Eigentlich haben sie gepatcht, dass die Bewohner nicht mehr auf den Dächern landen oder sowas. So, und jetzt ist Ida im Boden versunken. Na super. Oh, Bären. Hallo. Wo ich euch so gerade sehe, ne? Da könnte ich euch doch gleich mal mitnehmen. Warte mal, nimm mal deine Axt in die Hand. Du weißt doch, das geht schneller. Ah, und so vieles schneller geht es wirklich. Ich weiß nicht, die Reifenbeeren kosten ja, glaube ich, dann, oder bringen, glaube ich, 2 Münzen, ne? Im Grunde könnte ich auch warten, bis es Sommer ist und wir dann die Reifenbeeren pflücken können. Aber andererseits, ey, es gibt so viel Bären auf der Karte. Ich kann da so viel Zeug noch sammeln. Ich brauche bloß mal nach Branica und Baranica gehen und dann habe ich da auch nochmal 10.000 Büsche, die ich abfarmen kann. Also
Insofern ist es wurscht. Oh, schon abgeerntet. Ja, und dann gehen wir mal kurz ran an die Scheune. La 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 la. So, wie viel Holz haben wir eigentlich drin? Rundholz 165, ne? Das ist doch schon mal etwas, oder? 165, Brennholz ist auch 138. Also ich glaube, das ist das ideale Gleichgewicht gerade im Moment für die Größe. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe tatsächlich diese 2 Tage, die ich da schon vorab gemacht habe, also ohne aufzunehmen, da habe ich den kompletten Kalkstein verballert und alle Häuser im Grunde fertig gemacht, dass die weniger Holz brauchen. So, ich habe auch einiges hier an Leder verbraucht, da hatten wir irgendwas mit 500 noch was. Und ich habe ja da insgesamt 60 Taschen oder was hergestellt, also so, aber das Rundholz, das freut mich jetzt natürlich sehr. Eigentlich bräuchte ich gar keine Bäume mehr fällen, wenn da nicht die eine Quest wäre, ne? Warte mal. Wir probieren das jetzt mal, dass ich die... Ja, okay, die kann ich reintun, die kann ich auch reintun. Dann könnten wir mal die Flachsamen reintun und da bin ich mal gespannt, ob die jetzt dann draus verschwinden oder nicht. Da sind sie, 41 Stück, ne? Weil das interessiert mich auf jeden Fall. Weil ich bin mir da immer nicht sicher. Einmal muss das in der Scheune liegen, dann das nächste Mal muss das Zeug dann doch wieder im Lager liegen. Also von daher tun wir das jetzt einfach mal dahin. Und wenn ich zurück bin und es ist immer noch keine verbraucht, dann tue ich es eben in die Scheune legen. So, wir fällen ja mal den einen oder anderen Baum. Weil ich muss ja noch die eine Quest machen mit dem, ich brauche Platz. Und wir können natürlich dann auch das Holz wiederum sehr gut gebrauchen. Oh, schön, wenn ihr mir vor die Füße fällt. Für die Scheu... ja, für die 2 Gebäude, die ich bauen will. Ja, da war die Pause schon wieder viel zu lang, die ich dazwischen gemacht habe. Oh, Bären, hallo. Sowas, ne? Die Bären kann ich aber auch später mal einsammeln. Das ist egal. Eigentlich wollte ich... Ups. Eigentlich wollte ich den Ahorn hier fällen. Collect. Feder. Und Feder. Muss er den Stein einsammeln, weil da haben wir genug. Zack, zack, zack. Da könnte ich mal eigentlich die Quest mal drauflegen, oder? Fehlender Bogen, den müssen wir jetzt noch machen. Neue Felder hier. 4 Stück habe ich erst gefällt. Das seht ihr mal, wie wenig ich gemacht habe in den letzten Dingen. Nee, die lasse ich auch noch. Die lasse ich jetzt einfach mal reifen. So, da können wir ein bisschen was fällen noch, vielleicht den einen oder anderen Baum. Das Schöne ist halt wirklich, dass es wurscht ist, ne? Dass es nicht irgendwo angerissen ist hier. Hier und dort möchte ich das Feld. So, der andere, der hängt da oben drin. Na super, da. Gut. Ja, muss schon sein, dass ich jetzt den einen oder anderen Baum noch schnell mitnehme. Und dann gehen wir eh schlafen. Jetzt fehlt er doch noch. Kannst du bitte? Danke. Also manchmal, ne? Machen wir mal weiter, es ist eh dunkel. Jetzt gehe ich mal an die Fallen ran. Weil die müssten nämlich jetzt ja dann auch schon wieder Ratten gefangen haben oder Vögel oder Hasen. So, ihr werdet dann auch gleich... Oh, das sind auch nochmal ganz viele Bären. Oh meine Güte, man ist hier echt... Man kann sich hier wirklich reich pflücken mit Bären. So, hier sieht man ja auch, das habe ich ja schon gebaut. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich das gezeigt im letzten Part? Ich weiß es nicht. Ich bin auch noch nicht ganz fertig. Warte mal, wir haben so viele Hölzer. Ah, ich habe keinen Hammer, ne? Hier. Machen wir deine Fackeln an. Hasenfalle 66%. Das finde ich schon mal gut. Vielleicht haben sie das auch ein bisschen geändert. Weil das ist nämlich schon ein bisschen nervig, wenn du eine Falle aufstellst und dann kommst du ein bisschen zu spät ran und kannst dann im Grunde nichts mehr mit der Falle anfangen, weil sie kaputt gegangen ist.
So, ich habe jetzt hier die Vogelfalle mal hier rumgestellt um die Ecke. Die da ist jetzt eh kaputt, das ist okay. Weil die hatte nur noch 30% oder sowas. Aber die da habe ich auch erst neu. Na, die habe ich nämlich auch erst neu aufgestellt und das. Und die habe ich aber auch neu. Also da haben sie anscheinend dann doch was geändert. So. Trinken wir gleich einmal einen Schluck, wenn wir schon da sind, ne? Drink, drink, Brüderle, drink. So. Dann waschen wir uns ja mal schnell. Wir haben ja nicht einmal einen eigenen Waschzuber in unserem Haus. Gehen wir halt an den Nachbarn sein, ne? Stört ihn auch wahrscheinlich nicht. So, ich bin mal gespannt, wie lang der Part heute wieder wird, Mensch. Aber jetzt würde ich erst einmal sagen, wir hauen uns ins Bett. Und warum machst du das Feuer an? Wenn du aufwachst, ist es doch eh wieder aus. Ach, dann legen wir uns mal da rein. Zack. So. Na, Inga, alles gut? Oh ja, da wollte ich nochmal reingucken. Was habe ich da noch? Eine hölzerne Hacke, Spitzhacke, Eisen, Dingsbums, Fleisch, Johannes, Feder, Leinfaden, aber sonst nichts. Okay, jetzt schauen wir mal. Naja, das wird noch zu früh sein, reinzugucken, ne? Dum, 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 dum. So, ich hatte vor, jetzt doch das, das ja bekannt ist mit dem Stall, wenn der kommt, dann sollte der auf jeden Fall hier, weil hier ist ja, ich sag jetzt mal Ortseingang, ne? Hier wird ungefähr Ortseingang sein, weil die Scheune wird außerhalb sich befinden von unserem Dörfle. Dann würde ich nämlich gerne den Stall dann hier hinsetzen. Also hier ist der ideale Platz für den Stall. Finde ich zumindest jetzt. Ne, mal gucken, wie der dann ausschaut, wenn man bauen, aber er wird auf jeden Fall hier stehen. So, hier steht ratlos in der Gegend rum, alles klar. So, habe ich denn eigentlich Stöcke einstecken? Ein paar habe ich, ne? Weil ich könnte den jetzt nämlich mal hier einen Weg anzeichnen. Direkt durch euch durch mache ich das jetzt. Der hier vorgeht. Zur Scheune. So. Und die Scheune selber. Die Schmiede. Und die Schmiede selber, die werde ich wegreißen. So, von daher wird jetzt erst einmal. Wir brauchen einen Hammer. Hammer. Und ich gehe jetzt auch nochmal ans Ding hier. Ins Trühelein. So, schauen wir mal. Flachs haben sie noch immer 41 drin. Ich warte mal noch kurz. So, Federn raus, Pelz raus. Stein raus. Stöcke nicht raus, oder? Moment. Das ist ja immer das, ne? Weil ich mir immer nie merken kann, was man jetzt dazu braucht und was nicht. Zwei Eisen, ein Stock. Alles klar, ja. So, schauen wir mal. Oh, ey, hab ich ein Glück. Ich habe zwar hier einen Eisenhammer drin, aber ich täte mir trotzdem mal lieber selber noch einen bauen. Und die Mine wäre natürlich schon nicht schlecht, weil der kann man eh nichts herstellen, solange kein Material da ist. So. Der Bauhammer. Aber ich glaube, wir sind schon wieder über 30 Minuten jetzt. Aber ist egal. Machen wir mal noch den anderes gemeinsam. So, also das Dörfle von uns, das wird richtig geil groß. Muss ich echt sagen. Gefällt mir total. Gefällt mir echt so enorm, muss ich sagen. So, hier muss ja dann noch ein Weg hin. Schauen wir mal. Also, Building. Gehen wir mal alles durch. Häuser ist ja nichts Neues, das ist das Ding hier. Ressourcen haben wir jetzt den Holzschuppen 2, das ist klar, den Grabungsschuppen 1, aber noch nicht die Mine. Bei Speicher haben wir jetzt Ressourcenlager 2, ja. Und Lebensmittellager, okay.
Farming. Wir könnten Gänsehaus und Schweinestall machen. Man kann im Übrigen auch die Tiere dann verkaufen. Also das haben sie jetzt auch mit implementiert. Und was auch noch genial ist, das habe ich noch gar nicht erwähnt, man kann mehr Gebäude bauen. Ich habe jetzt halt nämlich, wenn ich jetzt mal hier reingehe, Management, ich kann jetzt 30 Gebäude bauen. Aber ich glaube, da war ich vorher auf 26. So, jetzt halt bin ich in der Stufe auf 30. Also das haben sie erhöht. Das ist geil. Da können wir nämlich richtig viel bauen. So, Holz hat sich minimiert auf 4,5, weil wie gesagt, ich habe nämlich die Häuser, die hier stehen, alle jetzt halt schon hochgepimpt. Also die passen alle. Und jo. Haben wir wieder ablenken lassen, ne? So, weiter. Building. Farming haben wir nichts weiter. So, Survival. Da hat man die Jagdhütten 2. Die müssen wir bauen. Und Crafting, die Schmiede 2, also quasi Schmiede 3, die müssten wir bauen. So, und da ist jetzt die Frage, wenn ich das jetzt mal lasse, das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Ich kann ja die Schmiede zum Beispiel auch daher setzen, wenn das funktioniert. Warum nicht, ne? Mal so ein bisschen schräg. Na komm. Probieren wir es halt mal, komm. Und die hau ich dann weg. Die hau ich dann weg. Und dann haben wir nämlich da einen Weg, da einen Weg. Ja, das ist doch genial. Mal zack. Zack. Das kann ich bestimmt gleich anreißen. Von da. So, zumindest bis dahin. Yes. Und dann kann man nämlich da so ein bisschen nach vorne gehen zur Straße. Ich schau mal, wie weit ich da her kann. Zack. Man könnte das ja auch ums Lager rumgehen lassen, ne? Man könnte ja auch hier den Eingang quasi machen zu dem Grundstück. Machen wir mal. Dann hier vors Lager. Und dann könnte ich quasi hier auch nochmal einen Weg ziehen, weil das müsste sich schön geben. Dann haben wir hier nämlich so ein bisschen Sandplatz. Und ich schau mal, wie ich das den hinbringe. Ja, ist halt ein bisschen komisch, ne, mit dem. Kann ich da nochmal irgendwas anreißen? Muss ich mal schauen. Ich probiere halt immer ein bisschen aus, ne, das wisst ihr ja. So, da wäre im Grunde so die erste grüne Stelle. Mal gucken, wo ich den hinziehen kann, ob ich den irgendwo hinziehen kann oder nicht. Nee, das ist zu wenig Platz, ne? Ja, aber das passt schon. Wäre dann quasi hier so der Eingang. Es soll ja auch nicht akkurat oder sonst was ausschauen, ne? Das soll halt. Ja. Warte mal, wir nehmen nochmal das Hämmerle. Oh, das habe ich ja noch gar nicht ausgerüstet. Inventar, Eisenhammer, bitte auf die 3, da wo er hingehört. So, einmal zack, zerstören. Dann mache ich die nochmal ganz kurz weg. Die kann ich ja jederzeit wieder setzen, wenn ich Bock habe. Da kann man auch so einen kleinen Zaun daher setzen, oder? Na, mal schauen. Mal schauen, wie ich das mache. Auf jeden Fall denke ich, das da kann man lassen. Schon ein bisschen grün. Wir könnten allerdings. Sekunde. Zumindest ein kleines Stück, ne? Vielleicht geht es. Vielleicht reicht es. Ah, nee. Leider nicht. Nee, leider nicht. Aber ist egal. Das probiere ich dann einfach auch mal aus, das nächste Mal. Jo, alles schön rot, jetzt alles abreißen. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ja, es täte mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Dann baue ich hier nämlich die zweite Schmiede und dann bauen wir nämlich noch den Jäger
aus, also auf den Zweier, machen den Einser weg. Das wäre nämlich auf jeden Fall sinnisch. Halt, gehen wir auf die Beute. Wir haben nämlich jetzt halt ja hier nur die Jagdhütte 1 und da würde ich dann natürlich die wegmachen und dann die Jagdhütte 2 hinstellen. Genau, weil wir brauchen nur das eine oder das andere Gebäude, aber das ist sinnvoll, wenn wir Jagdhütte dann schon erweitern auf die Zweier dann und die andere weg, dass wir wieder mehr Gebäude setzen können und wir können auf jeden Fall auch noch Wohnhaus bauen, also jo, da geht noch was. Servus, Lars, soll ich mal mit der Axt? Weiblich, Henne weiblich, das steht jetzt da. Cool. Die Zipperle? Sind die? Oh, die sind auch schon ausgewachsen. Ja, super. Und die steht vor dem... Aber die ist auch weiblich. Na, ist klar, ist eine Henne, ne? Ist ja kein Hahn. Inga, du machst es schon. Das wird alles wird gut. Oh, Waldebert, komm. Den nehmen wir jetzt halt noch an, zum Schluss. Aber jetzt hat nämlich gar noch nicht gesehen, dass der da... Ach so, nee, der hat ja die... Waldebert, du bist schon wieder hier am Moonwalken. Geh mal ein Stück zur Seite. Ja, dass du dann wieder was arbeiten kannst. Oh, meine Güte. Okay, naja gut, es ist, wie gesagt, immer noch Beta. Also nicht zu viel erwarten. Immer, ne? Okay, Leute, macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Und Like nicht vergessen. Dankeschön. Ciao.